Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015, weiter mit Klaus und Jan. Jawohl. Was haltet ihr davon, wenn wir die Zeit verspulen und die Dunkelheit überspringen? Haben ja eigentlich nichts Dringendes, ne? Nö. Und wir kriegen auch ein bisschen Geld rein. Und ich glaube auch gleich gehen überall die Tore zu, ne? Ja. Lass mich raus. Was ich cool finden würde, ich weiß, da stehen vielleicht nicht so manche Leute bei Landwirtschaftssimulator drauf, aber ich würde gerne nachts schlafen. Ich hätte gerne diesen Effekt wie bei Euro Truck Simulator. Das wäre auch nicht schlecht. Dass du zwar auch mal eine Nacht durcharbeiten kannst, Klaus. Ja, klar. Aber du müsstest dir deinen Schlaf holen. Ja. Würde ich auch schon cool finden. Ja, dass er anfängt zu meckern, ne? Ein bisschen müde muss pennen. Genau, dann fährst du nach Hause mit deinem Trecker, legst dich da, gehst in so ein Haus rein, legst dich ins Bett, pennst. Fertig. Ja. Wäre auch schon cool, weil du dann auch mal wie so eine Erntezeit überspringen könntest. Richtig. Ja, du musst ja jetzt in dem Sinne beigehen, sag ich jetzt mal, du spielst alleine und du willst einfach spielen. Dann langweilst du dich ja mehrere Tage, bis der Weizen oder Gerste, was auch immer, gewachsen ist. Und so könntest du auf reelle Zeit spielen, wenn man schlafen geht. Ich spiele 8 Stunden. Ich habe dann 8 Stunden des Spiels verbracht. Cool wäre das schon. Aber ob das für so ein Spiel machbar ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist einfach nur mal so eine Idee, Leute, die ich jetzt gerade hatte. Ja, wir müssen hinten das Licht anmachen. Cool finde ich die Idee schon. Ja, sicher. So, hatte ich das Feld jetzt hier fertig? Glaube nicht. Alter, wenig Sprit nimmt der aber auch. Liege immer so bei 6,81 Liter Durchschnitt. Okay. Ist okay, ne? Ja. Guck mal, muss natürlich jetzt auch sagen, wir haben jetzt von der PS-Zahl ja ganz schön eingeboost. Also 300 PS nur noch, 320 und einmal 350, glaube ich, ne? Ja. Eingeboost, 350 PS, Leute, reinisch auf Kraft ausgelegt. Ja. Ich glaube, da muss man nicht weiter drauf eingehen, was das eigentlich für eine Kraft ist, die dahinter steckt. Aber ein LKW hat mehr. Ein LKW ist auch nicht nur ein reinbezogenes Kraftfahrzeug. Sondern er muss ja auch noch Geschwindigkeit erreichen. Das Kraftwagen. Das könnte ich auch mal wieder spielen, Alter. Was? Euro Truck Simulator. Es gab ja wenig eine Zeit, wo ich wirklich davon satt war, nach diesen ganzen News-Trucks, die ich gemacht hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich wirklich satt. Aber jetzt, ja, alles super. War auch richtig hart gesuchtet. Bin jetzt Level 500.000 irgendwas. Wo? ETS 2. So. Wie viele Stunden hast du denn das jetzt gespielt? Weiß nicht. Das ist ja nicht mal 100 Stunden in dem Spiel. Nö. Oh, es wird hell. Na, endlich. Ah, bis 6 Uhr lassen wir laufen. Ne, muss länger, sonst sind die Tore zu. Bis 6 oder nicht? Nee, so bis 7 oder 8. 8 macht Biogasanlagen. Okay, dann müssen wir bis 8 laufen. Dann. So, welches Feld muss ich jetzt noch? Hast du das kleine neben dir? Ja. Da musst du hier noch das eine hier, wie heißt das? Ein großes hatten wir mit Dingens, ne? 40 noch. Ah, okay. Dann hole ich mir aber erst noch ein bisschen Gülle, 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 Gülle. Pop, 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 pop.
Alter, wenn du das so... so spielst, Landwirtschaftssimulator, finde ich zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt hier Gülle gefahren habe, gar nicht lange. Aber wenn du dir nachher die Videos anguckst, wie viel Zeit ich wirklich verbracht habe, ist das schon beeindruckend. Ja. Beeindruckend. Also das muss man wirklich sagen, Leute. Ja, das ist so ein Zeitfresser, wenn du dir überlegst, wir nehmen immer 2-2,5 Stunden auf. So in diesem Schnitt. Diese 2-2,5 Stunden ist für Landwirtschaftssimulator ein Schiss. Ist einfach ein feuchter Schiss, Klaus. Ja. Das ist genauso wie Euro Truck Simulator. Ist genau das gleiche. Ja, ich weiß noch, wo wir uns hier den einen Mod drauf gemacht haben, wurde von oben bis nach unten. Wie lange haben wir gebraucht? 1,5 Stunden? Ja. Original fahren, Leute, weil darauf bestehe ich. Ich mache mir keine Geschwindigkeitskacke drauf. Ein LKW fährt 90 und nicht schneller. Ja, wo ich dann die Strecke mit 4000 Kilometer gefahren habe, leck mich am Arsch. Wie lange hast du gebraucht? 150. Boah, ich glaube, über 2 Stunden habe ich gebraucht. Über 2 Stunden? Ja. Ja. Das musst du dir mal reinziehen. Und nix hier mit über Ampel fahren, über rote Ampel oder so, war ganz vernünftig. Vernünftig fahren. Was ich einfach bei eure Truck Simulator geil finde, du machst dir deinen Radiosender an, den du vielleicht privat auch hörst, lässt ihn laufen und spielst einfach. Ja. Ja, Controller in der Hand. Ich mag das ja mit dem Xbox-Controller. Finde ich ja mega geil. Macht mega viel Laune mit dem Ding. Und dann lässt er einfach rollen. Weil über Tastatur finde ich unbequem, das Spiel. Ja, das ist halt Lenken auch nicht so besonders. Ja. Also mit dem Controller ist schon ziemlich geil. Ich weiß, mit Lenkrad ist das Spiel wirklich am besten. Ja, stimme ich vollkommen zu. Würde ich niemals verneinen, aber... ich finde es am Lenkrad nervig, dieses An-Abbauen. Das nervt mich. Ja. Ja, also das geht mir richtig auf die Nüsse. Ja, genauso wie die Landwirtschaftssimulator mit Lenkrad spielst. Ist auch geil. So. Ich habe das ja auch mal eingestellt, dass ich mit dem Xbox-Joystick spielen konnte. Mhm. Aber ich finde Landwirtschaftssimulator... wegen der Kamera. Du musst ja ständig die Kamera bewegen. Nach hinten gucken, hier hingucken. Und ich finde, das kommt über Controller nicht so gut. Also das hat auch nichts... Da bin ich auch einfach noch ein bisschen zu viel Maus- und Tastaturfetischist. Ja, das muss man einfach sagen. Nö, das funktioniert bei mir nicht. Das können vielleicht andere, aber ich kann es nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und bei Euro Truck Simulator... Oh. Bei Euro Truck Simulator brauchst du es ja nicht. Du guckst ja nur in den Spiegel. Richtig. So, und da habe ich dann so Positionen mir gemacht. Dann drücke ich nach rechts, sehe ich den Spiegel rechts, links Spiegel und dann gibt ihn Saurus. Ich fahre da auch nie von außen oder so. Naja, da tue ich auch nicht grundsätzlich, ne. Weil eure Truck Simulator ist schon mega geil von außen. Von innen. Ja. Gerade wenn du einen schön designten LKW und so hast. Also dann ist das schon richtig nice. Was ich schade finde, dass der American Truck Simulator, der hat mich... Ich wollte mir den unbedingt holen erst, aber wo dann so viele Leute geschrieben haben, so wenig LKWs und dies und jenes, war ich ein bisschen enttäuscht. Und die Karte, die ist auch noch ziemlich klein. Ja, die haben halbfertiges Spiel rausgebracht, ne? Mhm. Und das wird ja jetzt immer weiter entwickelt. Es kommen ja immer mehr LKWs hinzu umsonst, ja, und dies und jenes. Aber da hätte ich mir lieber für Euro Truck Simulator noch mehr Städte gewünscht. Richtig. Ja, wo du zum Beispiel mal Kuhdörfer hast. Wie zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, Hannover braucht Milch. Nehmen wir jetzt einfach nur mal diesen Beispiel, Leute. Und du fährst aufs Dorf und holst da die Milch weg vom Bauernhof und fährst dann nach Hannover. Richtig. Sowas hätte ich gerne. Ja. Und dass das dann auch aussieht wie ein Bauernhof. Mhm. Ja, also nicht wie so ein viereckiger Kasten oder so. So Atmosphäre. Ein bisschen, das ist halt, ja. Ich muss einfach sagen, Atmosphäre macht einfach viel. Das merkt man in The Division oder andere Spiele einfach. Atmosphäre ist das A und O. Wenn du dich wohlfühlst, bleibst du auch einfach da. Das ist so wie Minecraft. Minecraft Standard finde ich absolut nervig für mich, dieses Spiel. Aber wenn ich da einen Shader drauf mache und schön mit Texturen... Alter, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ja. Habe ich auch schon mal öfters erzählt, dass ich... Kevin, wir wollten die Zeit noch nicht langsam stellen, wir haben ja schon wieder dunkel. Ja, macht ja nichts, Klaus. Jetzt haben wir auch schon 241.000 dadurch. Guck mal, also, hä?
Ja, wird schon wieder nebelig. Und hier können schon wieder ernten. Ja, klar. Können wir nächste Woche, übernächste Woche schön fleißig ernten, Klaus hier. Ja. Volle Rotte. Komm ich hier irgendwie raus? Da hätte ich auch andersrum fahren können. Hallo, Klaus. Guten Tag. Alter, mit. Und fertig. Oh. Muss ich denn lang? Muss ich rechts? Rechts. Zur Kür rechts. Rechts muss ich. Mach die Sämaschine zusammen. Bin ich dabei. Passt nicht durch den Tunnel. Ja, ich könnte so leicht eng werden. Leicht? Alter, was der Trecker brüllt, ne? Ja. Aber Klaus, du weißt doch, eng ist ein dehnbarer Begriff. Alter, hast du gar keine Bremslicht? Doch, so. Jetzt. Hier. Ich habe auch geblinkt. Hab ich nicht gesehen. Aber bergauf! Ja, Drehmoment schiebt die sogar. Ja, du fährst 10,50, ne? Nee. Ja, 9,55. Ja. Ja, hallo. Power. Ja. Fan-technisch, ja, von der Leistung her. Ich glaube, kommt zur Zeit nichts ran. Also wenn du den 1050 nimmst, auch da kommt auch nicht der Serion ran, so leid es mir für die tut. Also das Ding hat so viel Leistung. Und das Schlimme ist ja, dass man, wenn man dann so Forums liest etc., dass man dann hört, dass die alle locker über die 500 PS hat, der 1050. Mhm. Dann ist das schon beängstigend. Winter, du bist schon leise. Oh, es hat geklingelt, ich bin sofort wieder da. Jan! So, wieder da. Mhm. Ah, echt. Ein Kinderheim nicht zu. So, Hackengas hier. Nach Ultramongo ist wieder AFK. Echt? Ja, klar. Steht Mindauer Straße. Na, Standard. Geht wieder an sich rum. So, dann wollen wir mal Gülle fahren auf das. Boah, nächste Woche können wir dann ernten ohne Ende. Dann können wir nächste Woche, übernächste Woche. Übernächste Woche, genau. Dann können wir zusehen, dass wir die Rapsfabrik ankriegen. Vielleicht können wir gleich schon die ersten, den ersten Kompost hinbringen, Klaus. Ich glaube schon, dann müsste schon fertig sein. Ja. Yeah. Oder? Kompost müsste schon fertig sein. Weil er gar nichts gesagt hat. Sagt das bei dem Gerät. Nö, das hat da nichts, das hat da nichts mit zu tun, der Kompostanlage. Und bei den ganzen Warnmeldungen, die wenn man sich einloggt, da oben durchlaufen, da steige ich nicht durch, ob da eine Kompostanlage mit bei war oder nicht. Ja. Und dann habe ich das auch gleich hier fertig. Vielleicht noch einmal holen. Alter, aber der Gülle bei den Kühen ist ohne Ende, Klaus. Ja. Also damit kommen wir jetzt erstmal aus. Was sagt denn eigentlich der Futter, was wir gerade haben? Keine Ahnung. Reingeguckt habe ich nicht. Aber ich sehe halt, dass die Dinger noch nicht angefangen sind. Okay. Also das kann ich dir schon mal sagen.
Also, dass da was weggeht, das sieht man halt noch nicht. Aber ich glaube auch, du hast ja letztes Mal so viel reingefahren. Ich glaube nicht, dass die anfangen leer zu gehen. 55, Klaus. Okay. Das ist jetzt schon eine Ansage. Ja. Was, 5? Ja. Also haben wir Rekord schon geknackt, gehört. Standard-Schöner, dann schaffen wir locker die 60. Scheiße, Alter. Mal gut. Ja, ich weiß, das passt hier jetzt nicht rein, aber mal gut, dass du noch beigegangen bist, Macker, und hast das alles fertig gemacht. Ja. Sonst wären wir jetzt schon hin. Ja, sonst wären wir schon hin. Ja. Alter. Das finde ich jetzt nicht lustig. Ich sehe schon, komm, wir gehen nachher online, alles ist wieder weg. Ne, ich glaube, Jay und die sind auch noch online. Ne. Also, ja? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt Steam nicht an. So, damit sagen wir dann wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge hier bei Landwirtschaftssimulator. Tschüss. Tschüss.